Und das ist vielleicht auch eine weitere Sache, die wir uns merken, eine Faustregel wieder. Manchmal versuchen wir uns Regeln aufzustellen, die wir uns merken, weil diese Regeln, sie helfen uns, inshallah, in der Zukunft uns bestimmte Sachen richtig umzugehen. Und zwar eine Regel: Wenn ein Hadith von At-Tirmidhi überliefert wurde, dann ist es im Normalfall so, dass Imam Abu Isa At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala auch ein Urteil darüber abgibt. Ihr könnt sein Buch aufschlagen und ihr werdet sehen, er gibt fast immer, in ungefähr 99% der Fälle, gibt er ein Urteil über die Hadithe ab. Deswegen, dieser Hadith, wir sehen, Tirmidhi hat ihn überliefert, automatisch gehen wir einen Schritt weiter. Was hat At-Tirmidhi über diesen Hadith gesagt? Wie hat er diesen Hadith eingeordnet? Was ist seine Hukm auf diesem Hadith? Und At-Tirmidhi sagt, das ist ein guter und authentischer Hadith. Er sagte, das ist ein guter und authentischer Hadith. Hada Hadithun Hasanun Sahih. Und es gibt in der Neuzeit, in der heutigen Zeit, gibt es eine Vorgehensweise, die von manchen Leuten, die den Hadith Wissenschaften zugeschrieben werden, angewendet wird. Und diese Vorgehensweise ist eine Katastrophe. Diese Vorgehensweise ist eine Riesenkatastrophe. Und zwar, was machen sie? Wir nehmen At-Tirmidhi als Beispiel. Sie sagen, der Hadith wurde von Tirmidhi überliefert und Sheikh Fulan, irgendein Sheikh, der in unserer heutigen Zeit lebt, der Sheikh Fulan hat über diesen Hadith gesagt, der Hadith ist sahih, der Hadith ist da'if, der Hadith ist so und so. Subhanallah. Wir haben hier Tirmidhi. Tirmidhi ist ein Imam. Wenn du alle Gelehrten der heutigen Zeit, alle Hadith-Gelehrten der heutigen Zeit nimmst und in eine Schüssel legst und du hast in der anderen Schüssel At-Tirmidhi, so werden die heutigen Gelehrten nie im Leben Imam At-Tirmidhi das Wasser reichen können. Imam At-Tirmidhi ist der größte Schüler von Imam Al-Bukhari gewesen. Es wurde gesagt, derjenige, der in seinem Haus Sunan oder Jami' At-Tirmidhi hat, der hat in seinem Haus einen, der, das ist so, als hätte er in seinem Haus einen Propheten, der spricht. Deswegen, das ist eine Katastrophe, eine ganz, ganz, ganz schlimme Vorgehensweise. Ja, der Hadith wurde von Tirmidhi überliefert und Albani hat gesagt, der Hadith ist sahih. Der Hadith wurde von Tirmidhi überliefert und Ahmed Shakir oder Sa'ad oder Al-Alwan, egal wer, hat gesagt, Subhanallah, sag erstmal, was At-Tirmidhi gesagt hat. Das ist wichtig. Das hat Vorrang. Und danach kannst du, wenn du magst, hinzufügen, was die anderen späteren Gelehrten gesagt haben. Das ist kein Problem. Aber das Urteil von Tirmidhi wegzustreichen, nicht zu erwähnen, so zu tun, als ob es unwichtig wäre, das ist eine fatale Vorgehensweise. Und deswegen, wenn At-Tirmidhi, und das wollte ich jetzt und musste ich jetzt erwähnen, hat zwar ein bisschen jetzt Zeit gekostet, aber wir merken uns, wenn At-Tirmidhi einen Hadith überliefert, dann wollen wir automatisch auch wissen, was ist das Urteil. Und das Urteil von At-Tirmidhi, das gibt uns innere Ruhe. Wenn er sagt, der Hadith ist sahih, das gibt uns innere Ruhe. Zumindest er ist bei ihm sahih.